Und wir haben noch zwei. Sind wir denn durch mit dem Spiel? Ist das so schnell? Nein, Mann, es gibt mehrere Sachen, die wir tun können. Es kann gut sein, dass es so schnell durch ist. Ich hätte öfter stehen bleiben sollen. Vielleicht hätte ich mal einen von den anderen wieder getroffen. Diese verdammte Fanny. Ich wünsche alles, die niemanden erschossen hat. Ich hatte gehofft, dass irgendwas so richtig eskaliert. Ich weiß, das ist böse, aber komm, wir müssen ein bisschen Spaß haben in unserem Roadtrip. Was ist denn ein Roadtrip ohne Blut? Danke fürs Mitnehmen, Bus. Oh, da steigt irgendeine Party. Hört ihr das? Da ist irgendeine Party. Burning. Ist das Burning Man? Ich weiß nicht, wo Burning Man ist, also. Einfach nur Burning. Und da ist ein Türsteher. Und eine Limo. Oh, mit einer offenen Tür. Da können wir da einsteigen. Es eskaliert. Ich frage mich auch, hätten wir vorher schon Schlossknacken gelernt? Nee, warte, haben wir doch gelernt. Wieso konnte das Auto eigentlich nicht öffnen bei der Bushaltestelle? Oh mein Gott. Sonja! Sonja! Ey! Sonja! Sonja! Sonja, ich bin ein Riesenfan! Sonja! Sonja! Warte, shit. Puh, das war knapp. Wie wär's, wenn du nicht so reden würdest und arrogant wärst? Frechheit! Das ist gar nicht cool. Ach komm schon, darf ich mitkommen? Oh mein Gott, ernsthaft? Bis dann, Adam! Nice! Danke, ich dachte, die wäre fies und arrogant, aber nö, die nimmt dich mit. Dankeschön! Bye, Adam! Du kannst mich mal! Der arme Portier! Mach ich! Der Typ macht sich Sorgen um dich. Aber ein bisschen aufpassen sollten wir trotzdem. Ich lebe prinzipiell in Angst. Weißt du was? Das ist eigentlich eine gute Einstellung. Aber trotzdem ein bisschen Vorsicht behalten, ja? Wissen Sie irgendetwas über Polizisten auf Road 96? Berichten Sie über Jugendliche, die die Grenzen überqueren. Haben Sie irgendwelche Tipps? Nee, was über die Jugendlichen? I've even heard about kids crossing via Mount National. Can you imagine? Über den Berg sind sie extra gestiegen? Sie machen Witze. I kid you not. Now go on and enjoy yourself, sugar. Klar. Aber was ist das, kein Date? That's adorable. Okay, bis später. Wahrscheinlich wird die abgestochen von dem Psycho. Oder wir finden Stan und Mitch wieder. Wir sind tatsächlich hier ohne sie. Da sind die Toiletten. Hi, was macht ihr hier? Ich gehöre zu Sonja. Ich bin Tyreks Sohn. Ich dachte, wir sind eine Frau die ganze Zeit. Oh, ich bin anscheinend ein Typ. Ich gehöre zu Sonja. Klar. Ich habe echt gedacht, ich wäre eine Frau die ganze Zeit. Wow. Warte, hat der mich nicht eine Frau genannt? Mitch und Stan? Was bin ich denn? Ach, scheiß mal, Tyrek. Das hat niemand gesehen. Kann ich pinkeln gehen oder so? Mann, ist das eine widerliche Toilette. Ah, für Flores wird. Die Madame Flores wird als Toilettenpapier verwendet. Also müssen wir aufpassen, was wir hier sagen. Ich glaube, hier sind die Leute eher für Tyrek. Da sieht man aber auch den Unterschied. Der Tyrek scheint anscheinend eher für die Reichen zu sein. Denn hier ist Party und alles und die Leute haben hier alles. Und es ist nur für VIPs und die stimmen für Tyrex. Und auf dem Wohnwagen, wo Leute auf dem Boden schlafen mit Pappkartons, da waren sie eher für Flores. Also. Wir können Tyrek 3000 einen Glücksstern holen oder eine Rubbellos. Aber Rubbellos können wir uns nicht holen. Wir holen uns einen Glücksstern. Warum nicht? Ach, das ist wieder das Ding. Ja, wir haben gewonnen. 10 sogar. Können wir nochmal? Ja, wir haben gewonnen. Sag mal, ich habe eine Glückssträhne. Oha. Noch weiter ein Glücksstern. Ja, was? Wir haben voll die Glück. Ist das irgendwie verbuggt oder so? Ist da was nicht richtig? Ich habe verloren. Oh. Okay, einmal Verlust. Nehmen wir den Glücksstern. Nein, den wollte ich gar nicht. Ah, ich wollte Tyrek nehmen. Ah ja, ich habe gewonnen. Okay, ich wollte natürlich total den Glücksstern nehmen. wir versuchen mal Tyrek. Verdammt. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Na Gott sei Dank. Komm doch mal Tyrek. Verdammt. Wir haben trotzdem gewonnen? Ah, ein. Wow. Also haben wir Verlust gemacht.
Komm schon, nochmal. Verdammt! Aber 10! Komm schon, nochmal. Ach, komm schon! Ich will jetzt gewinnen. Verdammt! Verdammt nochmal. Komm schon! Wir verbrauchen die ganzen Karten, die da sind. Verdammt! Wir gehen tatsächlich zur Neige, seht ihr das? Wir verbrauchen alles. Aber bisher haben wir sehr viel gewonnen. Verdammt! Der eine Dollar. Also mit Lucky Star haben wir mehr Glück. Verdammt! Ach komm schon, nochmal. Verdammt! Okay, nochmal, komm schon. Verdammt! Okay, wir können keinen Tyrant mehr kaufen. Ist vorbei. Was mit Glücksstern wieder? Ja, wir haben gewonnen. Wir sind Profi. Komm schon, nochmal. Ja, wir sind die Glücklichen. Wenn ich nur so viel Glück mit echten Rubbellosen hätte. Ich habe noch nie eins gekauft, also bin ich mir da unsicher, ob ich Glück habe. Und wir haben verloren. Ich glaube, wir haben gleich unser ganzes Geld verloren, was wir wieder reinbekommen haben. Ja, wir haben alles verloren, was wir reinbekommen hatten. Official Petria. Können wir das irgendwie auch kaufen noch später? Wir treffen ganz viele schlechte Entscheidungen. Was ist das? Ja, klar, warum nicht? Okay. Wie funktioniert das? Okay, ich hole die anderen Abzeichen. Dankeschön. Wir spielen die Dosen. Ich hätte mein Geld nicht ausgeben sollen für Rubbellose. Kann ich das ausschließen? Ha, okay. Wir machen von hier. Und... komm schon. Tritt! Ja! Richtig gut. Und nochmal, warte. Der Ball rollt. Der Ball rollt. Tritt! Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Und Dankeschön. Wir sind der Profi. Wir haben alle umgehauen. Wirklich jede einzelne. Ich hole die Abzeichen. Bis dann. Hey, was mit der? Können wir mit tanzen? Oh ja. Was geht ab? So seltsam, ne? So weit entfernt von der Musik. Und die Frau redet mit uns, guckt uns nur psychopathisch an, ohne zu blinzeln. Oh, sie hat geblinzelt. Never mind. Okay, sie kann doch blinzeln. Tyrek. Die sind echt alle für Tyrek hier. Ich bin ja eher auf Flores Seite, glaube ich. Oh, wir können das spielen? Wir können... haben wir noch was? Ich finde das hier ganz gut. Dance Machine. Hat niemand gesehen. Hehehe. Vandalismus. Ah, das ist eine merkwürdige Party. Ist halt merkwürdig, ne? Wer sind all die Leute? Ah, smart. Ich weiß ja nicht, ob du da recht hast. Sowas kaufen tun wir nicht. Wir sind volle mit der Leiste. Und vielleicht finden wir irgendwo so einen alten, vergammelten Burger wieder. Hat uns ja nicht geschadet, den zu essen. Oh, wer bist du? Willst du mit uns tanzen? Ja, wir können mit ihm reden. Wo ist die Bar? Dankeschön. Dankeschön. Gibt's hier Spiele? Ah, weiß Tyrek das? Und wo sind die Klos? Ah, sehr nett von Tyrek. Wow, und was ist für eine Party? Ah, liebt Tyrek das? Habe ich nicht erwartet. Ja, ich bin richtig wichtig. Und guck mal, jetzt hat er schon wieder Tochter gesagt. Was bin ich? Der andere, ich bin ein glücklicher Sohn? Oder hätte ich antworten können? Jetzt bin ich eine Tochter? Vorher war ich auch eine Frau. Was bin ich? Ich habe eine Lebenskrise. Belohnung. Nee, das haben wir schon mal gelesen. Das brauchen wir nicht. Oh, schade. Ich dachte, es wäre rubbellos. Ach, ich werde schon süchtig nach den Dingern. ist hier was zum Knacken? Geldautomat. Oh, vielleicht können wir irgendeine Karte finden und dann den Code knacken und jemanden bestehlen. Ich muss meine böse Seite rauslassen in dem Spiel. Wie Mitch und Stan gesagt haben, wir müssen alle bestehlen, wie wir können. Ich will tanzen. Hä? Bist du nicht die gleiche Frau, die da hinten steht? Du bist exakt die gleiche Frau, die da hinten steht. Du hast einen Zwilling, weißt du das? Das ist wahrscheinlich Familienstress oder so. Die reden nicht mal miteinander. Der Typ kommt mir so bekannt vor. Ist da was in der Kiste für mich? Nein. Hier kam ich her. Also auch nein. Da hinten sind... ich glaube, da hinten sind die Spiele, ne? Ja, da ist Arcade. Bei den Typen war ich schon. Muss gucken, ob hier irgendwo eine Karte auf dem Boden liegt. Damit wir vielleicht Geld kriegen könnten. Kann ich die Dose trinken? Guck mal, sieht aus, ob ich die trinken könnte, oder? Ach, verdammt. Kann ich nicht.
Schade, Schokolade. Okay, hier muss man sich anstellen, um durchzukommen. Wir können das bestimmt gleich vordrängeln. Oder wir müssen erstmal die Abzeichen finden und dann können wir uns da reindrängeln. Vermutlich ist es das. So, hier, das sieht ein bisschen zwielichtig aus. Mit dem Licht. Guten Tag, Mann. Wieso bin ich so klein? Kann ich mitspielen? Okay, mit der Maus darf ich. Das ist, bin ich sehr froh drüber. Okay, Air-Hockey spielen. Damit kenne ich mich nicht so aus. Ah, Profi werde ich sein. Komm schon. Air-Hockey-Profi. E-Sport. Na komm schon, das war knapp. Ah, na, ah. Okay, das ist eskaliert hier. Ah, es eskaliert. Komm, ich bin Profi, du schlägst mich nicht. Nein, 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 nein. Oh, was war das? Nice. Also, ich meine, ich bin Profi. Ich meine, habt ihr natürlich gerade gesehen, ne? Kann mich niemand schlagen und voll dagegen, komm. Ah, ich hab zu schnell gemacht. Was hab ich getan? Was? Oh mein Gott. Ich bin Profi, 100%. Ich guck euch das an. Der Typ kommt gar nicht klar. Guck mal, der kommt nicht klar. Ich mach das. Nein! Ah, ich hab verkackt. Schade. Und hopp. Und hopp. Na, easy. Ah, easy, ekliges Wort. Komm schon. Ah, dagegen schlagen. Du kannst mich nicht schlagen. Außer ich mache Eigentor. Mal wieder. Ich hab Angst. So. Ah! Ist das eskaliert. Oh, puh, das war knapp. Der Typ hat das immer langsamer machen müssen. Der hatte Angst vor mir. Ich bin ziemlich sicher, er hatte Angst. Jetzt lass mich das doch gewinnen. Ich muss gewinnen. Oh mein Gott, das ist schon wieder so schnell. Was habe ich getan? Das, okay. Das ist ja furchtbar. Jetzt lass mich doch endlich... Ich kann auch weiter nach vorne gehen, ne? Das mache ich die ganze Zeit nicht. Das sollte ich mal tun. Ja, wir haben's. 3-1, ne? Ja, wir haben's. Nice. Wir sind Profis. Du hast nicht mal was gesagt, ne? Du guckst nur, voller Schock. Guckt euch ihn an. Er ist schockiert. Er muss schon Fliegen in der Luft zerquetschen, die gar nicht da sind. Oder willst du mich umarmen? Willst du eine Umarmung? Hey, du kannst umarmen. Oh, komm, hör auf, die Luft zu umarmen. Das ist traurig. Lass mich umarmen. Weißt du, so eine schöne, ich habe gewonnen Umarmung. Prong. Prong? Wie sagt man das? Für $1. Och, nicht das Spiel. Okay. Ich mache euch alle fertig. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Oh Gott, ich brauche... Oh, ich habe fast... Ich dachte, ich kann meine Maus machen. Das konnte ich nicht. Mit AD. Okay, AD kriege ich hin. Mal schon. Mein Ball. Mal schon. Wir kommen in die Ecke. Verdammt. Nein. Ah, fies. Oh, ich hasse dieses Spiel. Na komm. Oh Gott, ich gehe zuerst zu ihm. Okay. Ja, können wir es ein bisschen eckiger machen, dann trifft er das vielleicht nicht so gut. Oh mein Gott. Oder ich treffe das nicht mehr so gut, weil es eckig ist. Ah! Ja! Perfekt. Guck mal, er hat noch ein Leben. Wir machen das. Wir schaffen das. Wir sind Profis. Ah! Geh doch nicht da hinten in den Ball. Du hast mich erschrocken. Schon? Ja. Ja! Wir haben's. Wow, wir haben 3 Abzeichen. Kann ich jetzt... Geht's noch weiter? Nee, oh Gott, ich hatte gerade Angst. Kann ich jetzt... vielleicht kann ich da rein. Obwohl, ich will erstmal zu dem Typen zurückgehen. Ich muss zu dem Typen und fragen, ob ich es bei ihm eintauschen kann. Für einen Pass oder so. Vielleicht brauche ich einen Pass oder sowas, um da durchzukommen zum VIP-Bereich. Hallöchen, ich hab... Ah, ich hab sie doch aber schon. Okay, ich kann sie bei ihm nicht eintauschen. Gehen wir zur Tür. Vielleicht können wir da ja rein mit den komischen Zeichen. Oder kann ich das irgendwo noch hier machen? Kann ich hier noch durchgehen? Nein. Ich habe auch leider nicht auf dem Boden was gefunden für den Geldautomaten. Außer ich habe es übersehen. Ich weiß ja nicht, ob ich wieder zurückkomme, wenn ich einmal nach vorne gehe. Hier ist noch ein Spiel! Ich brauche tatsächlich noch eins. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Klar. Oh, hey, Sonja, ich habe dich gar nicht erkannt. Klar, ich spiele gerne. Ja, ich bin bereit. Die ist das. Ja, danke schön. Klar, ich mache eine Wette.
Oh, dann machen wir Mittel. Natürlich, ich bin immer mutig. Mach ich. Mach ich nicht, meine ich. Okay, ich bin bereit. Da ist das. Ja, wir haben's. Oh, ich liebe es. Wir machen jetzt Geld. Ja. Ja, bitte. Ah, ist das dein Ernst? Ich muss dein Klo-Kram holen? Okay, meinetwegen. Verdammte Frau, verdammte Sonja. Ich renne ich halt schnell zur Toilette. Aber wir rauben sie nicht aus. Obwohl, oh, wir könnten ihre Bankkarte klauen, ne? Portemonnaie. Wenn wir den Code von ihr wissen. Oh, da war der Psychopath. Der Psychopath ist da. Sonja. Sonja? Kann ich mir das angucken irgendwie, was ich gerade bekommen habe? Nein. Sonja, 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 der Psychopath ist hier irgendwo. Sonja, der Typ war da. Sonja wird erschossen werden, ich sehe es schon kommen. Achso, ja, ich bin bereit. Okay. Da ist es. Ja, ich bin Profi in dem Spiel. Ich habe 30 bekommen. Danke, Sonja. Dankeschön. Komm, wir machen's. Ich gewinne immer. Ich fühle mich zuversichtlich. Na komm. Nicht blinzeln. Okay. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Das ist. Ah, ich bin Profi. Ah, perfekt. Ha, du kannst nicht mal. Der denkt, wir betrügen oder so bei seinem Blick. Noch mehr? Ach komm, einen machen wir noch. Okay. Okay. Die Mitte. Ich bin Profi, oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? Wieso kann ich das? Das ist so schnell. Was soll ich in echt machen? Ich bin Profi. Da muss erstmal Geld holen gehen, der Mann. Ich glaube, ehrlich gesagt, würde ich nicht nochmal spielen wollen. Was den Kerl angeht, den ich gesehen habe. Doch, doch, der war gruselig. Sie sind in ernster Gefahr. Nein, bist du nicht. Wir müssen gehen. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Wir müssen verschwinden. Komm schon. Wer ist hier gleich irgendwo? Ach, komm schon. Ich sollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nicht gehen. Na, ich will aber nicht gehen. Ich muss gehen. Die schreit mich an. Weißt du was? Verreck doch. Wenn ich... Ah, mich erschrocken. Ich dachte, der Typ hat vier Beine. Ah, ich werde nicht, wiederkommen. Lies sie da bestimmt tot. Dann könnten wir aber ihr Portemonnaie klauen, ne? Und an den Automaten gehen. Nein, ich meine, das ist nicht mein Gedankengang. Nein, nein. Wir wollen natürlich nur trinken holen. Ja, ich hole nur trinken. Ja, klar. Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott. Ist sie noch okay? Ich sehe sie noch, also alles gut. Was hat er gesagt? Oh Gott, okay. Irgendwelche nee, wird das nicht mehr... Nee, 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 wir können nicht mehr mit ihr reden. Sonja? Sie ist weg. Sie ist weg. Sie war gerade noch da. Ich habe doch geguckt. Sie war gerade noch da. Warum ist sie denn jetzt weg? Wo ist Sonja? Nein. Warum sagst du das so? Du hast doch gar keine Ahnung, dass wir glauben, dass irgendein Typ sie verfolgt, oder? Sonja? Lass uns mit dem Sicherheitsmann reden. Sicherheitsmann, ich brauche Hilfe. Ach, halt die Klappe. Sonja! Oh mein Gott, Sonja ist tot. Sowas von. Sonja, komm schon. Wo bist du? Der war hier, der Typ. Hat er sie mitgeschleppt oder so? Oh mein Gott. Adam wird uns umbringen, dass wir sie verloren haben. Sonja! Wie kann ich das drücken? Wo ist Sonja? Kann ich den Typen aufwecken? Der schläft auf der Bank. Hier. Hallo?
Ich kann nicht. Ich kann nur die ganze Sonja rufen. Mehr nicht. Habt ihr Sonja gesehen? Da. No, we haven't. Sorry. Verdammt. Ah, lass mich. Darum geht's mir gar nicht.